Ab Montag ist das hier nicht mehr notwendig. Wir haben uns entschlossen, bei uns im Fitnessstudio 3G Plus anzubieten bzw. durchzusetzen. Das bedeutet, wir haben hier in Bayern quasi die Möglichkeit, 2G, 3G Plus oder eben altbewährt auf 3G ganz normal zu bleiben. Beim 2G oder 3G Plus haben wir aber den riesen Vorteil, dass wir keine Hygienemaßnahmen mehr haben. Heißt, Maske fällt weg, heißt, jeder kann wieder normal duschen, jeder kann normal in die Umkleide gehen, jeder kann normal hier hinten die Powerracks nutzen. Wir haben seit, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wann es das war eigentlich, diese Racks hier abgesperrt, um den Abstand eben zu wahren. Das ist ja eigentlich auch ein Herzstück unseres Fitnessstudios. Wir haben Geräte sperren müssen, wir haben Kardiogeräte so hinstellen müssen, dass es irgendwie den Hygienemaßnahmen entspricht. Und jetzt sind wir eben an dem Punkt, wo wir sagen können, es fällt einfach alles weg. Kann man schon gar nicht mehr glauben irgendwie. Und das ist eben gekoppelt an diese Regelung mit 2G oder eben bei uns in unserem Fall dann 3G Plus. Das bedeutet geimpft, genesen oder getestet mit PCR-Test. In dieses 3G Plus fallen aber auch Schüler mit rein, die eben regelmäßig getestet werden. Und genau, deswegen denke ich, ist das bei uns eigentlich schon the way to go. Wir haben hier bei uns im Fitnessstudio im laufenden Betrieb jetzt die letzten Wochen beobachtet, dass es ungefähr 10 Leute sind, die sich testen lassen. Da kommt ja jetzt eh ab Montag auf die Leute zu, dass sie wirklich viel, viel Geld für die Tests zahlen müssen. Also es wird eh schon sehr, sehr viel Hürden in den Weg gelegt. Und der Mehrwert, den quasi Geimpften und Genesenen gegenüber den Getesteten, ist dann natürlich so enorm, dass wir eben uns entschlossen haben, dass wir 3G Plus anbieten. Für die Leute, die ich vielleicht jetzt noch nicht persönlich abgreifen konnte, die immer testen, kommt bitte nochmal gerne auf mich zu, dann können wir auch nochmal das in einem persönlichen Gespräch klären. Aber eben für alle anderen gilt ab jetzt, ab Montag, einfach keine Maske mehr im Training. Nichts mehr hier auf den Flächen desinfizieren müssen, also Kardiogeräte natürlich trotzdem noch, aber das ist einfach diese ganze, es ist ja ein enormer Kostenaufwand auch für uns gewesen und das fällt einfach alles weg. Und deswegen bin ich wirklich froh, dass wir das jetzt so machen können. Viele Abläufe in unserem Studio waren eben auch dementsprechend gehindert. Wir haben jetzt dann vor, vorne einen größeren Tresen hinzubauen, mit auch ein bisschen Kaffeeausschank und so weiter. Und wenn wir da keine Auflagen haben, ist das auch extrem schön für euch als Mitglied natürlich auch. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, ihr habt Verständnis, falls es euch trifft, mit getestet sein. Und ich hoffe, wir können da gemeinsam trotzdem irgendwo einen Weg finden und für alle anderen eben ab Montag wie gewohnt, sage ich jetzt mal.